für den heutigen zweiten Tag lautet das Schlagwort unique, also einzigartig. Und ich finde, das ist ein schönes Schlagwort für das Hobby an sich. Ja, das ist ja das, was eine Besonderheit dieses Hobbys ausmacht, egal mit welcher Gruppe man spielt oder jede Person an für sich. Und der Spielstil ist ja immer grundlegend verschieden. Man kann Abenteuer immer mehrfach spielen und es wird nie dasselbe sein. Es hat natürlich auch den Nachteil, dass sich besondere Momente nun mal nicht replizieren lassen. Aber es ist auch was Schönes, dass sie was Einzigartiges haben. Ja. Und das soll es heute gewesen sein. Als Bonus zu heute gibt es ja noch ein bisschen Bastian versucht in der Küche herum. Ja, es wurde sich ein bisschen mehr Vlog-Stil auch gewünscht zum letzten Jahr. Und da dachte ich, nehme ich euch heute mal mit auf den zweiten Versuch diese Woche Himbeereis herzustellen. Der erste war schon ganz okay, an mir aber noch ein bisschen zu sabbig. Ja, und guckt euch das mal mit an. Schnitt und wir sind in meiner Küche. Ich habe schon ein wenig vorbereitet. Ich habe die gefrorenen Himbeeren, die ich am Wochenende frisch bekommen habe und dann ob der Menge beschlossen habe, mal mich an Eis zu versuchen. Wie ihr seht, habe ich noch, das ist der zweite Versuch, es werden noch ein paar mehr folgen. Und beim ersten Versuch war mir das ein wenig zu sorbig, das heißt ein bisschen zu viele Wasserkristalle. Das Fehlerquellen habe ich identifiziert. Zum einen habe ich hier diese fettreduzierte Kokosmilch benutzt. Hat natürlich auch den Nachteil, dass da mehr Wasser drin ist, das dann schlechter auskristallisiert. Deswegen nehme ich heute mal keine fettreduzierte. Scheiß auf die Kalorien. Die tun wir dann erstmal in den Mixer hinein. So. Und dazu gibt es dann gleich ein bisschen Agavendicksaft anstatt Zucker. Ja. Beim letzten Mal habe ich auch den Fehler gemacht, dass es sehr sauer war, wegen den Himbeeren natürlich, die viel Säure enthalten. Ich habe zwar auch ein bisschen was genommen, aber dann muss ich diesmal noch ein bisschen mehr nachhelfen, was Süße angeht. Deswegen geben wir mal einen guten Schuss rein. Bei allem, was ich jetzt hier mache, übrigens danke an Tagu. Die hat mir nämlich da Hinweise gegeben, wie man das am besten verhunzt. Beziehungsweise sie kann es wahrscheinlich, ich nicht. So, dann mixen wir mal einmal ein bisschen durch, schon mal durch. So, und ja, dann geht es weiter. Ich gebe nach und nach so ein bisschen Himbeeren dazu. Und ja, mal gucken, wie das so wird. So ein bisschen nach Augenmaß. Ich glaube, letztes Mal war es ein bisschen zu viel auch. Die sind nicht eben als Mark, sondern richtige Früchte. Deswegen bringe ich natürlich auch viel Wasser mit, das dann natürlich so wässrig kristallisiert. Ja, gucken wir mal einmal die Konsistenz an, was wir da jetzt haben. Ich besorge mir mal eine Masse. Okay, sehr, sehr süß. Also noch eine Handvoll Himbeeren gebe ich noch rein, dann soll es das gewesen sein.
So, und ja, das Ganze kommt jetzt hier in diese wunderbare Schüssel hinein. Hat jetzt so eine ja, fast quarkartige Konsistenz. Der Rest kratzt sich da gleich ein. Das gibt jetzt in die Gefrierschrank, kommt das jetzt. Ja. Und da werde ich dann immer so alle 20 Minuten, denke ich mal, einmal umrühren, um die Eiskristalle wieder aufzubrechen. Ja, und ich denke, morgen werdet ihr dann sehen, was das Ergebnis geworden ist. Bis dahin, tschüss, tschüss.